Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, Klassiker, zu einem wahren Klassiker sogar. Und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es The Legend of Zelda A Link to the Past in der NTSC-Version. Ja, es ist hier alles schön auf Englisch und ich darf übersetzen. Oh mein Gott. Vor langer Zeit in einem schönen Königreich Hyrule wurden die, was, sind die Gebirge und Wälder umgeben von Babi Babub? Was, Legenden, da ist die Rede von einem allwissenden und allmächtigen goldene Kraft, die in einem versteckten Land sich befindet. Many people, ja, nein, viele Leute haben in aggressiver Form danach gesucht, um beziehungsweise haben aggressiv versucht, dieses goldene Land zu betreten. Aber niemand ist jemals zurückgekehrt. An einem Tag hat eine böse Kraft begonnen, von dem goldenen Land zu sich auszubreiten. Also hat der König beauftragt, 7 weise Männer loszuschicken, um das Tor des Landes der goldenen Kraft zu versiegeln. Dieses Siegel sollte für immer gegeben sein. Warum sitzt da eine weise Mann? Der ist faul. Der zweite von rechts. Aber wenn diese Events, wenn diese Sachen... Was? Ja, wenn diese Sachen vom Laufe der Zeit bla 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 legendär wurden, irgendwas. Keine Ahnung. Ein dicker König. Schön. Ein mysteriöser Zauberer, bekannt als Aghanim, ist nach Heilung gekommen, um das Siegel zu brechen. Was? Er hat den guten König von Hyrule vernichtet. Durch böse Magie hat er begonnen... Hatte er dafür gesorgt, durch böse Magie, dass die Nachfolgen der 7 weisen Männer verschwinden. Einer nach dem anderen. Ich hätte mir vielleicht vorher mal das Intro angucken sollen, damit ich hier nicht so rumstottern. Und die Zeit des... Was? Destiny? Oder? Auf Destiny wie vorhin... Und die Zeit des Schicksals von Prinzessin Zelda rückt immer näher. Ja, 1991-92! Der Super Nintendo-Teil von The Legend of Zelda, der dritte Teil, glaube ich, aus der Reihe, begonnen mit einfach nur The Legend of Zelda, ne? Dann The Legend of Zelda oder Zelda 2. Oh, wie hieß er doch mal? Link's Adventure, glaube ich, hieß er. Ja. Und jetzt sind wir hier im dritten Teil. Vielleicht könnt ihr jetzt berechtigterweise sagen, hör mal, Dennis, was ist denn hier los, ne? Du hast die anderen beiden Teile noch nicht gespielt, du bist doch Reinspieler, denke ich. Habt ihr recht, aber, ich habe, ne? Also wenn ihr das denkt, dann habt ihr wahrscheinlich, oder dann verfolgt ihr meine Sachen abseits der Let's Plays, nicht allzu groß oder allzu intensiv, weil ich habe den ersten Zelda-Teil in Form von Livestreams gemacht, Link dazu hier in der Beschreibung. Ich denke mal nicht, dass ich raussuchen werde, in welchen Streams es jetzt vorkommt, müsste irgendwann so relativ am Anfang gewesen sein, auf jeden Fall. Ist aber so zwischen Stream 4 und 12, keine Ahnung, irgendwo dazwischen. Ja, und den zweiten Teil habe ich nicht komplettiert, also zumindest nicht komplett on-screen. Davon habe ich ein Zockerbuden-Video gemacht. Den Link dazu, den direkten Link dazu, finde ich auch in der Videobeschreibung. War scheiße viel Arbeit. Habe ich privat durchgezockt, währenddessen halt meinen Grabber laufen lassen und so, ne? Und es hat super funktioniert. Jedenfalls, wir spielen hier die US-Version. Es gibt so einen lustigen Adapter für den Super Nintendo. Da muss man hinten ein PAL-Spiel reinsetzen und vorne kann man dann das US-Spiel reinsetzen. Und dann funktioniert das, ja. Und das habe ich jetzt gemacht, weil die amerikanische Version von The Legend of Zelda A Link to the Past ist, günstiger gewesen, das wäre ich mir gedacht. Ach komm, scheiß drauf, ne? Bist ja ein geiziger Mann. Dann kauf dir mal die günstigere Version. Ist ja auf Englisch, das verstehst du ja so. So 80%. Sollte also kein Problem sein. Ja, das Spiel ist jetzt für mich komplett blind, auch wenn da unten hier mein Spielstand ist. Das habe ich aber einfach nur mal versucht. Ich bin noch ganz am Anfang. Also ich bin, glaube ich, 5 Schritte ungefähr gelaufen und habe meine ganze Magie aufgebraucht. Das ist auch schon Jahre alt. Und das hier sind, weiß nicht, ich habe mir halt gebraucht gekauft, Spielstände von anderen Menschen. Hier an dieser Stelle einen schönen Gruß an Bert und an Micha. Und ja, ansonsten kann ich nicht allzu viel über das Spiel sagen. Ich weiß nur, dass es damals, zu Beginn der Let's Player-Zeit, wo ja super viele Emulatoren-Spiele gespielt worden sind, neben Super Mario World, das hier
eines der ja, am meisten Let's Playten Titel ist. Also alle Bekanntheiten haben das, glaube ich, gespielt aus der damaligen Zeit. Hier Frank Royal und wie gab es da noch? HSW, glaube ich. Bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, Emiro. Also alle, die man hier halt noch so vielleicht kennen könnte, die damals ein Namen waren und die ersten Let's Player Deutschlands. Und das haben halt mittlerweile, glaube ich, unglaublich viele gemacht. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Und das hole ich jetzt hiermit nach. Das heißt, das kann auch wieder so ein Projekt werden, wo ihr euch halt übelst drüber aufreden werdet. Erstmal, weil ich jetzt die ganze Zeit labere und nicht anfange zu spielen. Und zum Zweiten, ihr kennt das Spiel, ihr wisst, wie es weitergeht und ich eier hier wahrscheinlich wieder rum wie ein Bekloppten. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ne, so verpassbare Sachen, dann bereitet mich bitte schon mal seelisch drauf vor und sagt, hör mal, Dennis, wenn du den Schlangenkönig besiegt hast, ne, dann geh noch nicht weiter, sondern guck dich nur ein bisschen um. Solche Tipps. Und nicht sagen, ja, hier, Schlangenkönig, da musst du die zweite Wand von rechts zerstören. Und dann musst du oben, unten, X-Kreis, auch wenn es kein X und kein Kreis gibt, drücken. Und dann bekommst du das mega super Schwert des Grauens. Sowas möchte ich nicht hören. Sondern eher so subtile Tipps. Okay, löschen wir erstmal die Spielstände. Ja, komm. Nein, wir löschen. Nein! Nein! Ich will raus! Wie komme ich hier raus? Och nö, ich glaube, ich muss. Ah, guck mal. Cool. Ich hab's geschafft. So. Ich wollte eigentlich den zweiten auch noch löschen. Der war wohl schon recht weit, der Micha. Tschüss, Micha. Und auch meinen. Adios, amigo. So, nehmen wir Spielstand Nummer 1. Nehmen wir uns auch wieder. Zug. Oh mein Gott. Ich verkacke hier schon bei der Eingabe. So. Ja, auch Christoph hat das Spiel übrigens gespielt. Ne? Der kennt das Spiel sehr gut. Ich kenne es gar nicht. Ich habe ihn heute mal so vorgebracht, habe gesagt, ja, ich nehme heute mal Link to the Past auf. Ist das schwer? Er hat gesagt, ja, also manche, das ist ja schon sehr knifflig. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird ein langes Projekt. Leute, die das Spiel kennen, haben hier meistens schon so über 40 Parts. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich um Längen sprengen. Ja, komm, auf geht's. Ja, komm, mach jetzt hier. Oh. Hilf mir. Bitte, hilf mir. Ich bin ein Gefangener in den Katakomben des Schlosses. Mein Name ist Zelda. Wir kennen uns doch schon, du. Oh, egal. Ich habe mich schon zweimal gerettet, Frau. Der Zauberer Aghanim. Hestan, was? Hat etwas getan zu den anderen vermissten Mädchen. Nur noch ich verbleibe. Oder ist es gar nicht Zelda? Aghanim hat belagert die Kontrolle des Castles. Nein. Hat die Kontrolle des Schlosses an sich gerissen. Und versucht nun, die sieben weißen Siegelmänner zu öffnen. Ich bin in den Katakomben des Schlosses. Bitte hilf mir. Hey, Zugzui, ich werde jetzt eine Weile weg sein. Ich bin am Morgen wieder zurück. Verlasse nicht das Haus. Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen, mein Freundchen. So, und? Komm, ich will mich bewegen. Ja, hüpf raus und wir können uns bewegen. Ach, schade, ich dachte, das wäre genauso. Oh mein Gott, sind die Animationen schön. Oh, das gehört auch zu eins der, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, zu... Ach, guck mal. Okay, wir können die Sachen aufheben. Zu einem der geilsten Super Nintendo-Spiele, die es jemals gab, so behaupte ich einfach mal, so neben Super Mario World, so ist das auf jeden Fall eines der bekanntesten und Super Metroid und so. Ich habe die Lampe bekommen. Jetzt kann ich Fackeln anzünden und mir den Weg durch die Dunkelheit bahnen. Das ist doch schon mal schön. Also, was haben wir denn hier? Wir haben, wir können doch nichts machen. Was? Ich habe keine magische Kraft. Das ist auf jeden Fall Y. Y ist Viereck. Mit Dreieck mache ich nichts. Mit Kreis mache ich hier diesen lustigen. Damit kann ich die Dinger wegschmeißen. Und mit X mache ich auch noch nichts. Ich schätze mal, X ist Schlagen und Dreieck ist. Keine Ahnung. Ah ja, immer so sind echt geil. Das muss ich ja schon. Das muss ich ja schon sagen. Warte mal, gibt es aber auch noch. Okay, mit Start komme ich ins Menü. Was ist das da oben links? Habe ich eine Zwille? Pendants, Equipment. Lift, Run, Read, Talk, Pull. Was? Was ist das da unten? Ich raff's nicht. Ich bin hier raus. Okay, was ist Select? Achso. Ah, okay, mit Select kann ich speichern. Coole Sache. Okay, Dreieck ist Karte. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Das ist doch schön. Oh, ist auch schön, dass es nicht so kleine Vierecke sind, ne? Okay, da unten sind böse Männer wahrscheinlich. Oder wollt ihr mich nicht töten? Was machst du hier so spät noch hier draußen, Kind? Was? Du kannst aufbleiben, wenn du ausgewachsen bist. Jetzt verpiss dich nach Hause. Ne. Ich muss in den Keller der Katakomben. So, okay. Oh mein Gott, das ist aber ein bisschen lahmarschig, ne? Okay, die Büsche kann ich erst zerstören, wenn ich meinen Schascha-Schwert habe. Ich hoffe mal, es ist so wie im ersten Teil, dass ich in die Höhle komme und dann sagt,
it's dangerous to go alone oder irgendwie sowas. Oder wie war das bei Zelda 1? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Hilf mir! Ich bin in der Katakombe. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass da ein versteckter Pfad ist. Oh, Deutschland hat gerade gewonnen gegen Nordirland. Von außen des Schlosses. Was? In den Garten hinein. Also durch den Garten komme ich ins Schloss. Ich gebe 100 Rupees zu den, zum Mann, der die Nachfahren der weisen Männer findet. Der König. Mhm. Ich habe 100 Rupees, sind glaube ich nicht so viel. Vielleicht ist es doch viel. Keine Ahnung. Jetzt ist der lässt mich nicht rein. Hey, hey, du, es ist dir nicht erlaubt, in das Castle zu gehen, Sohn. Geh nach Hause und schlaf. Nee. Wir müssen den Geheimgang finden. Ja, da ist nichts, okay. Oder kann ich wahrscheinlich nicht anheben, ne. Gut. Ist so ein bisschen Final Fantasy-like, ne? Wenn jetzt hier an der Seite auch so ein Eingang ist, ich meine, bei Final Fantasy 1 war das auch. Oder hier. Ah, guck mal. Das war zu offen. Ich kann die doch aufheben. Ja, gut. Komm, ich will hier was Tolles finden. Oh. Ich habe einen Rupee. Oh, mein Gott. Ist das cool. So, okay. Ich weiß es nicht, kann natürlich sein, dass die Musik jetzt ein bisschen schneller läuft, als ihr es kennt von der Originalversion, weil NTSC, ne, hier mit 60 Hertz und 30 Frames und PAL ist ja nur 50 Hertz und 25 Frames. Ist ja schon ein Unterschied. Und ich sehe gerade, ich nehme in 25 Frames auf. Okay, beim nächsten Mal könnte es ein bisschen flüssiger sein. B1. Okay, hier habe ich doch schon so weit gespielt. Zugzui, ich wollte dich nicht hier mit reinziehen. Ich hab dir gesagt, du sollst das Haus nicht verlassen. Nimm mein Schwert und Schild und hör mir zu. Du kannst sammeln Kraft in der Klinge. Halte den B-Button gedrückt. Dann lass es los, um die geheime Technik zu finden, welche ich durch meine Leute kennengelernt habe. Zug zu, du kannst es schaffen. Rette die Prinzessin. Zelda ist dein... ist dein Schwert. Okay. So. Tchau, 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 tchau. Oh, die Animationen sind unfassbar flüssig. Ich liebe Röhrenfernseher. Onkel, schaut euch. Geheime Kraft. Puh. Wunderbar. Cool. Ja, ich habe keine magische Kraft, ich weiß. Also, soweit war ich doch schon. Ich habe Gegner. Hallo. Ja. Okay. Ah, guck mal, ich habe Energie direkt zurückbekommen. Das ist natürlich nett. Was ist das? Kann ich nicht aufheben? Was ist hier drin? Was ist das? Ein bisschen magische Kraft. Ein bisschen magische Kraft. Ba, 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 ba. Was ist das? Ach, das waren, glaube ich, 5 Rupees, wenn ich mich nicht täusche. Ah, das ist schon geil. Ey, zockt halt mal wieder auf den Röhrenfernseher, ne? Ich glaube, das macht euch noch ein bisschen geiler. Nicht auf so einen Schwachfugmonitor mit Emulator und so ein Kack. Braucht kein Mensch sowas. So, komm, ich brauche magische Energie und Geld. Geld! 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 So, okay. Ich muss leider jeden Busch kaputt machen. Es tut mir sehr leid. Ist das nicht so wie bei Mario, dass ich jetzt hier springen muss und dann sterbe? Nein. Hier habe ich was von dem Geld, hoffe ich mal. Muss ich hier eigentlich speichern, wenn ich sterbe? Bin ich dann, muss ich dann neu laden? Das wäre kacke, weil ich vergesse immer zu speichern. Okay, zack, zack, zack. Zack. Dann machen wir hier mit Super. Wumms! Ich habe gesagt. Wumms! Okay, der macht wirklich komplett alles in dem Radius weg. Schnauze. Die fliegen so weit weg. Ich kann nicht diagonal angreifen, das finde ich ein bisschen doof. Aber es ist auch nur halb so wild. Tchau, 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 tchau. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Zelda-Reihe spielen soll, also bis zu welchem Teil. Ich will garantiert nicht alle machen, weil es sind einfach viel zu viele. Aber den wollte ich hier auf jeden Fall noch mitnehmen, genauso wie Ocarina of Time, weil den kenne ich auch noch gar nicht und die soll ja auch richtig geil. Wie sammle ich die Olle hier ein? Was? Wie, du tust mir weh. Ach nee, ich hab Zaub. Du tust mir doch weh. Sag mal. Ja, für einen Scheiß. Ich dachte, das wäre eine Fee gewesen. Das war aber eine Biene. Na gut. So lernt man immer dazu, ne? So. Energie! Na, okay. Gut, dann ab ins Schloss. Auf ins Getümmel. Ach, guck mal, da ist noch die Respawn-Gegner. Das ist natürlich kacke. Und die geben nichts her. Okay. Rein da. Habe ich schon einen Zauber oder noch nicht? So. Komm her, Motherfucker! Surprise, Motherfucker! Energie. Dankeschön. Pion! Ich hoffe, ich kann meine Reichweite noch ein bisschen erhöhen, weil das, was ich hier habe, ist ja so ein bisschen Zahnstocher-like, ne? Ah, okay. Ja, toll, direkt wieder 5 Wege. Moment. Ja, okay, ich dachte, das wäre Zelda-Theme. Das normale. Ich habe gerade mal ein bisschen lauter gemacht, aber es ist doch nicht okay. Komm, gehen wir erstmal nach rechts. Hallo!
Oh, ein blauer Ritter, der ist bestimmt stark. Hör auf abzuwehren! Alter, okay, ich bin jetzt schon, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Super! Schön, das freuen wir natürlich. Okay, hier bin ich zumindest schon mal safe. Fick dich! Rupis! Meiner! 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 Okay, gehen wir jetzt erstmal. Oh, da oben ist was Tolles vielleicht drin. Oh, Leben. Leben sind gut, ja, doch. Also ich habe das Ding weggeworfen. Also während ich Treppen laufe, steht das Spiel offensichtlich still. Ich will da noch nicht rein, oder? Die kennen wir auch aus dem ersten Teil hier, die Statuen. Mann, ich weiß nicht, sollen wir runter oder sollen wir nicht runter? Komm, nee, ja, ja, komm. Ah, nee, ich muss da hin, weil da ist ja die Prinzessin. Aber hier ist vielleicht doch nur... Wo sind da Bomben drin? Alter, das kann nicht sein. Ein Schlüssel. Was ist das? Ich habe die Karte erhalten. Ja, cool. Ja, und, wie benutze ich die? Oh, ich habe doch Schulterknöpfe, ne? Ne? Dreieck. Okay, alles klar. Okay, jetzt habe ich ja schon die komplette Map. Geh erst durch das Dungeon, oder? Ich weiß es nicht. Ich war mir da jetzt auch nicht so ganz sicher, ob jetzt erstmal... ob erstmal Link to the Past rauskam oder Link's Awakening für den Game Boy. Ich wollte es auf jeden Fall in chronologischer Reihenfolge zocken. Schnauze! Oh, oh, der ist ja stark. Den nehme ich dann natürlich auch mit. Hallo, hallo. Man kann nicht diagonal schmeißen. So, weg. Okay. Es ist auf jeden Fall noch kein allzu spannendes Dungeon. So geht das. Sorry, ich muss mich erstmal an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Okay, es gibt drei Stockwerke gibt es hier. Ja, heilige Scheiße. Ist ja toll. Okay. Ich dachte schon, wie soll ich da jetzt weiterkommen, ihr Scherzkekse? Scherzkekse. Was ist los? Was willst du? Was soll der? Okay. Meine Energie. Boah! Da ist mir alles viel zu kompliziert. Ja. Wie lange muss ich aufladen eigentlich? Okay. Geht ja noch. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal nach oben, oder? Achso, es ist, es ist der gleiche Weg. Okay. Der läuft so eifrig, ne? Der hat richtig Bock. Der hat einfach richtig Bock, sein Abenteuer zu erleben. Das finde ich gut. Oh, ich werde hier doch... Ich werde doch 400 Sachen übersehen. Oh mein Gott. Ja, toll. Das hat ja viel gebracht. Mhm. Super. Na, immerhin habe ich jetzt schon mal begriffen, dass es hier nichts zu holen gibt. Okay. So. Also wir sind ja jetzt erstmal nur... Ah, wir müssen doch so viel erkunden. Das ist die Hölle. Hier gibt es ja glücklicherweise erstmal nur einen Weg. Also ich denke mal einen richtigen. Was ist los? Diddle-diddle-diddle-diddle. Oben kommen wir nicht, weil wir haben keinen Schlüssel. Kein Schlüssel. Nur nochmal so ein Mega Man-Ritter. Hörst du wohl auf abzuwehren? Hörst? Es reicht. Enough! 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 Enough, King! Nein! Oh mein Gott, okay. Ich habe einen Schlüssel. Ich will Energie. You got the boomerang! Give it a try! Du hast den Boomerang gefunden. Probier ihn aus. Da, okay. Aha. Ja! Nein! Moment. Also kann ich nichts machen. Ich denke mal, mit dem Boomerang kann ich die Leute betäuben, was jetzt erstmal auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Komm, jetzt ein Boss. Ich habe jetzt keine Lust auf den Boss. Ich habe noch ein Herz. Es geht noch tiefer runter. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass ich hier irgendwie hingebeamt werde irgendwo, ne? Das fände ich ziemlich kacke. Okay, gibt es auch wirklich nur das? Das ist gut. Warum habe ich eigentlich zwei Karten? Das check ich noch nicht so ganz. Direkt mal ausprobieren. Komm. Ich will keine Rupies. Ich will Geld. Nein. Genau, das wollte ich haben. Ja, genau. Und hier ist... Jawohl. Okay, gut. Aber hier habe ich schon mal... Ach, guck mal, wer da ist.
Wow! Pff, okay, da haben wir es nicht gerechnet. Pjong, pjong. Hehehe. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Das ist der Meisterschlüssel der Katakomben. Es kann viele Schlösser öffnen, welche kleine Schlüssel nicht können.